Nico ist 2 Jahre alt und erkundet mit großer Aufmerksamkeit seine Umwelt. Schon vor seiner Geburt wurde durch eine Ultraschalluntersuchung festgestellt, dass Nico an einem lebensbedrohlichen Herzfehler leidet, dem hypoplastischen Linksherzsyndrom. Der Versuch, den Fehler bereits im Mutterleib zu beheben, scheiterte, sodass er wenige Tage nach seiner Geburt das erste Mal am offenen Herzen operiert werden musste. Das ist eine Operation gewesen, die 7 Stunden gedauert hat. Ja, war schon sehr anstrengend. Also auch für uns nervlich. Wir waren schon fix und fertig, völlig am Ende auch. Und ja, man muss sich halt vorstellen, man gibt ein neugeborenes Kind zu einer schweren Herz-OP mit dem Wissen, er könnte es sich schaffen. Nico hat die erste Operation und die 2 folgenden Eingriffe gut überstanden. Durch die bisherige Behandlung besteht keine unmittelbare Gefahr mehr für sein Leben. Aber wie wird dieses in Zukunft aussehen? Wird er sich so entwickeln können, wie es für ein Kind ohne Herzfehler normal wäre? Wird er lebenslang auf Hilfe angewiesen bleiben? Und wie erkennen Ärzte den Behandlungsbedarf bei so kleinen Kindern, die gerade erst anfangen, die ersten Worte zu sprechen? Am Deutschen Herzzentrum München unterstützt die Stiftung Kinderherz mehrere Projekte, die Kindern wie Nico ein Leben mit ihren Herzfehlern ermöglichen. Herz und Lunge liegen nicht nur sehr eng beieinander, die beiden Organe beeinflussen sich auch gegenseitig. Das wollen sich die Ärzte in München mit einem speziellen Atemtraining zu Nutzen machen. Damit behandeln sie Patienten wie die 9-jährige Luise, die an Fallot'scher Tetralogie, einer Vierfacherkrankung des Herzens, leidet. Hierbei befindet sich unter anderem ein Loch in der Scheidewand zwischen den beiden Kammern. Bei der Fallot'schen Tetralogie erhoffen wir uns, dass wir durch ein Atemtraining die Funktion des rechten Ventrikels deutlich verbessern können. Lunge und Herz werden so gleichzeitig gestärkt und die allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit wird stabilisiert. Damit erhöht sich für die Kinder die Aussicht, als Erwachsene ihr Leben ohne fremde Hilfe führen zu können. Das Verfahren hat sich bei anderen Herzkrankheiten bewährt und so setzen die Mediziner große Hoffnungen in diese Behandlungsmethode. Ziel dieser Studie ist es, das Atemtraining als Rehabilitationsmaßnahme bei Kindern mit angeborenen Herzfehlern zu etablieren und dass vielleicht sogar so etwas in Zukunft von Krankenkassen übernommen wird. Die Stiftung Kinderherz unterstützt diese Studie, damit viel mehr herzkranke Kinder diese Methode nutzen und so ihre Lebensqualität und Lebenserwartung steigern können. Für Kinder wie Nico ist eine frühzeitige Diagnose und Behandlung extrem wichtig, um Einschränkungen zu vermeiden. Denn sie haben sonst oft ihr Leben lang mit körperlichen und geistigen Defiziten zu kämpfen. Eine für die Diagnose notwendige neurologische Untersuchung ist in Deutschland kein Standard, obwohl sie große Vorteile für die Betroffenen hat. Konkret für die Familie bedeutet es, ergeben sich in den einzelnen Phasen der Beobachtung Defizite in der Neurologie oder in der Motorik oder in der Sprachentwicklung, dann kann man dort durch logopädische, durch ergotherapeutische Ansätze diese Defizite im Kindesalter gut kompensieren. Die Behandlungschancen sind also gut, aber die Diagnose ist schwierig. Kleinkinder können nicht einfach auf Fragen antworten und es ist wichtig, sie nicht zu verängstigen oder zu überfordern. Daher wird für die Untersuchung ein spezielles Testverfahren, der sogenannte Bailey Scale, angewandt. Das sieht zwar für die Außenstehenden, die nichts damit zu tun haben, sehr spielerisch aus, aber im Grunde erfassen wir schon anhand dessen, wie Kinder mit Spielsachen umgehen, wie gut und normal das Kind sowohl motorisch, von der Sprache her, von der sozialen Kompetenz auch sich entwickelt hat. Die darauf aufbauenden Behandlungen können helfen, Entwicklungsstörungen zu vermeiden. Eines Tages, so die Hoffnung der Wissenschaftler, soll auch in Deutschland jedes Kind mit angeborenem Herzfehler neurologisch untersucht werden und das erhoffen sich Nikos Eltern auch für ihren Sohn. Ja, für ihn, er geht jetzt in die Kinderkrippe, also er wird auch in die Schule gehen, er wird ein halbwegs normales Leben führen. Zwar jetzt halt auch sportlich, kann er auch aktiv sein, zwar jetzt nicht so wie jetzt ein Fußballprofi oder so, aber wir werden ihn auch so normal wie möglich erziehen und das ist der ganze Aufwand schon wert gewesen, der ganze Kampf, es lohnt sich also. Nicht aufzugeben.